So, in diesem Video soll es um das Kundenpotenzialverfahren gehen, und zwar um die Anwendung, nicht um die Herleitung. Das machen wir separat mal. Ich mache es an diesem Beispiel hier. Das ist eine, naja, moderat komplizierte Schaltung. Es geht darum, letztlich alle Ströme zu bestimmen, und wir wollen das Knotenpotenzialverfahren anwenden. Die Werte sind alle in der Aufgabenstellung gegeben. Ich hole mir dazu mal die Regeln, wie wir vorgehen müssen. So, und dann schauen wir uns mal schrittweise die ganzen Punkte an. Erst einmal ideale Spannungsquellen wandelbar machen oder alle an einen gemeinsamen Knoten, Rechenmasseknoten, anschließen. So, wir haben keine idealen Spannungsquellen. Die beiden Spannungsquellen hier haben beide Widerstände, also können wir das schon mal Haken dran machen. Quellen in Stromquellen umwandeln, ja, das müssen wir dann tun. Ich mache das mal hier separat, da links daneben. Und zwar fange ich an hier mit der zweiten Quelle. Das heißt, das wäre hier der R2, der dann zu einem Parallelwiderstand wird. Und hier dran angeschlossen die Stromquelle, die einen Strom haben soll, der nicht etwa I2 heißt, das wäre ein bisschen komisch, sondern der U2 durch R2 sein wird, nämlich der Kurzschlussstrom dieser Quelle hier. So, dann geht es weiter. Es kommt dann noch dasselbe nochmal dazu für den Widerstand R1, der hier hinklappt, und die Stromquelle mit dem Kurzschlussstrom oder Quellenstrom, den wir U1 durch R1 nennen. Das können wir einfach hier anschließen. Selbstverständlich müssen wir dann das da und das da wegmachen. Und auch der Strom I1 ist eigentlich, weil dieser Knoten, dieser Zweig hier zerstört wurde, weggemacht worden. Das, was noch geblieben ist, ist natürlich dieser Zweig hier, der entspricht dem. Das ist in Ordnung, aber sowohl der Strom I1 als auch der Strom I2, die hier als Zweigströme angegeben sind, sind eigentlich zerstört worden. Okay, wir haben das mit den Stromquellen erledigt. Jetzt nummerieren wir die Knoten durch. Weil es schöner aussieht, dann mache ich den unteren Knoten hier mal zu 0. Den Knoten hier nenne ich 1, den Knoten hier nenne ich 2. Ja, und das war's auch schon. Wir stellen jetzt die Leitwertmatrix auf. Und zwar fange ich normalerweise an mit der Hauptdiagonalen. Ich gucke mir den Knoten 1 an, was am Knoten 1 angeschlossen ist. Ich schreibe die Leitwerte hin. G ist gleich 1 durch R zur Erinnerung. Das ist ein bisschen einfacher, ansonsten müsste ich ja die Leitwerte hier immer mit 1 durch R hinschreiben. Das ist mir zu aufwendig und zu viel Schreibarbeit. Also schreiben wir mal an. 1 ist angeschlossen. Der 1er, der 2er, der 3er und der 4er. Also G1 plus G2 plus G3 plus G4. An den zweiten Knoten ist angeschlossen der 4er und der 5er, also G4 plus G5. Und zwischen den beiden Knoten liegt der G4, was hier mit Minus angezeigt wird. Man erkennt das auch, dass das nämlich der gemeinsame Leitwert in beiden Diagonalelementen ist. So, da können wir jetzt Klammer drum machen, weil es ja eine Matrix sein soll. Und dann rechnen wir die Spannungen aus. U10, U20. Das sind genau die hier, nämlich da U20 und hier der U10. So. Und das ist gleich der Stärke der Ströme, die da reingeschoben werden in den Knoten. Das ist einmal hier auf dieser Seite der U1 durch R1 plus U2 durch, Moment, R2, und das ist hier unten der I6 noch. Gut, das war eigentlich das. Die Matrix ist aufgestellt. Wir können jetzt ans Lösen gehen. Die rechte Seite ist auch aufgestellt. So, und das brauchen wir gar nicht machen. Entfällt, wie das auch entfallen ist. Entfällt, entfällt. Eigentlich sind wir schon fertig. Jetzt müssen wir nochmal aufschreiben, was wir hier eigentlich so an Werten haben. Das mache ich mal in Blau. Das hier sind nämlich 20 Millisiemens. Das hier sind 25 Millisiemens. Dann ist U1 durch R1, das sind 40, ja, mal 20, das sind 0,8 Ampere, und 60, und das sind 25, 25,
Also 60 durch 40 sind 1,5 Ampere. So, damit können wir mit den Zahlenwerten weiter aufstellen. Das ist einmal der 1er, also 20 mA plus der 2er, 25. Das ist übrigens die Stelle, an der man am meisten Fehler macht. Plus 20 und der G4er sind nochmal 25. Da können wir gleich die minus 25 hinschreiben. Hier auch minus 25. So, und G4 plus G5 sind 20 plus 25 Millisiemens. U1,0, U2,0 gleich 0,8 plus 1,5 sind 2,3 und E6 sind die bekannten 1,2 Ampere. Okay, wir können die Millisiemens auf die andere Seite schieben. Und dadurch, dass wir das hier wegmachen und das hier wegmachen, schreiben wir hier hin mal 10 hoch 3 Volt. Also müssten wir 2300, 1200 hinschreiben. Okay, zusammengefasst haben wir dann 90 minus 25 minus 25 45 U10 20 gleich 2300, 1200 Volt. Die Einheiten stimmen. Okay, Lösung. Machen wir in Schwarz weiter, machen wir nach der Cramerschen Regel. Die kann man da auch nachschauen. Letztlich werden die Determinanten dieser Matrix bestimmt, und zwar einmal, indem der Lösungsvektor an die entsprechende Spalte geschrieben wird und einmal durch die Determinante dadurch, so der Matrix, sodass wir finden können, U10 ist gleich, ein bisschen doof, aber okay, 2300, 1200, das ist eine 2, minus 25, 45 durch 90, minus 25, minus 25, 45. Wenn man den richtigen Taschenrechner hat, kann man natürlich auch den fragen. Gleich 2300 mal 45 plus 25 mal 1200 durch 90 mal 45 minus 25 zum Quadrat. Und das ist gleich, Lösung durch Abschreiben selbstverständlich. Dann sind das 38,389 Volt, 98 Volt. Und hier müssen wir natürlich auch noch Volt mal, damit die Einheiten stimmen, hinterschreiben. Okay, das war das erste Ergebnis. Das zweite Ergebnis findet man ähnlich. Ich schreibe es nicht mehr ganz so ausführlich hin. U20 ist gleich, es kommt dann die zweite Zeile, also 90 mal 1200. Auch das ist minus minus 25 mal 2300 durch dasselbe wie eben ergibt 48,32 Volt. So, das sind die beiden Ergebnisse. Wir sollten jetzt aber die Ströme finden. Nun, den Strom I5 können wir relativ einfach finden. Nämlich I5 ist ja gleich U20 durch R5. Und das ergibt sich dann zu 966,4 Milliampere. I4, nun da brauchen wir den Spannungsabfall über I4, das ist U10 minus U20 geteilt durch R4. Und da sehen wir schon, dass das negativ werden muss, weil der U20 ja größer ist als der U10. Das sieht man in den Zeilen darüber. Und wir kommen hier auf minus 233,5 Milliampere. So, ich möchte jetzt noch mal einmal auf den I1 zu sprechen kommen, denn der ist ein bisschen tricky zu berechnen. Dazu gehe ich in das ursprüngliche Ersatzstellbild wieder rein. So,
und machen mal die Geschichte hier wieder weg. Und dann steht da auch schon wieder der Strom, die Stromstärke. So, da haben wir es. Und ich gehe so vor, dass ich mir den U10 hier nochmal eintrage. Der fällt nämlich hier insgesamt drüber ab. So, und was ich dann suchen muss, ist der Spannungsabfall hier. Das ist natürlich U10 minus U1. Sieht man sofort an dieser kleinen Masche hier. Und damit ist das Ergebnis für I1. I1 gleich U10 minus U1. Geteilt durch R1 und auch da sehen wir, dass das U10 ein bisschen kleiner ist als U1, das heißt, hier kommt wieder ein negativer Wert raus und der ist minus 20,4 mA. Wichtig ist hier, dass man in das Originalersatzschüppel zurückgeht und das schreibe ich auch nochmal dahin, weil es so wichtig ist. Ups, da soll der Pfeil hingehen. Berechnet im Original Schaltbild. Denn nur da finden wir tatsächlich den Strom I1 wieder. Der Strom I1 ist hier oben vernichtet worden. So, ich verabschiede mich damit und wünsche viel Spaß mit dem neuen Wissen.